Jetzt ist Papa erstmal bereit für Video. Hey! Alles gut, ich bin stocknüchtern. Das und noch viel weitere Tipps, die man der Polizei sagen sollte, die erfahrt ihr natürlich nur, wenn wir hier dranbleiben. Und kleinen Bonus, es gibt nachher, ich sag's mal, ist es eine Ankündigung, das werdet ihr nur erfahren, nach diesem kleinen Werbespot. Werbung! Herzlich willkommen hier bei Knölls Hopfenstübchen. Wir verkaufen, Sie besaufen. Bitteschön, junger Mann. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Meine Damen, meine Herren, heute haben wir ein ganz spezielles Geschenk von Roy. Eigentlich ja von seinem Freund. Ja? Ich hoffe, das Bier ist heute ein Träumchen. Wir haben hier, kann man es lesen? Wahrscheinlich nicht. Valaisanne Lager Triple Dry Hopped Bier. 4,8%, Obacht Spoiler. Und dieses Bier kommt aus der Schweiz. Deswegen ist es auch so klein, denn weiß nicht, in der Schweiz kann man sich wahrscheinlich nicht mehr Bier leisten. Ne? Da wird das, ich sag mal, 85 Franken kosten. Wenn das umgerechnet 12 Euro sind. Seht mal, ob wir hier so ein bisschen Schweizer Sound beim Plopp erfahren können. Ein bisschen Gebirge, eine Ziege könnte ich mir vorstellen. Da hätte ich Bock drauf. Das ist das Rollemüs. Aha, ja, na perfekt. Das fühlt sich jetzt gerade schon wieder komisch an. Diese Flasche, die fühlt sich so an, als wäre sie nochmal 20% kleiner. Aber hier steht es drauf, 33 cl. Ich gehe von aus, dass das stimmt. Bevor ich jetzt aber hier die Flasche verschlucke, ich habe doch eine Idee. Ich fülle das einfach um, dann kann da nichts mehr passieren. Das Bier haben wir umgefüllt, ist auch fast alles geworden. Also Stößchen. Ach, das geht eigentlich. Hm. Was erblicken denn meine entzündeten Augäpfel hier? Wir haben hier einen... Ich weiß nicht, wie gut man es in der Kamera sehen kann. Ich mache mal meine hässliche Fresse hier aus dem Bild raus. Ja, so wird das Video. Da kriege ich vielleicht auch noch mal ein paar Likes. Man sieht, es ist eigentlich ein Gewinde drauf. Man geht also vielleicht recht in der Annahme, wenn man denkt, in der Schweiz ist ein 033er Bier ein Bier, wo man auch mal wirklich, ach so, ja, das gefällt mir aber heute schon wieder. Ich weiß nicht, wie sie reden. Und dann... Vielleicht kommt der König auch aus der Schweiz. Dann macht man das nochmal zu und hebt sich das auf, stellt sich das in den Kühlschrank. Ich weiß nicht, was das soll. Vom Geruch her dachte ich am Anfang, als ich es öffnete, ach, das ist jetzt aber schon wieder, das wird ja schon wieder ein bisschen traurig. Vom Geschmack dachte ich aber, oh, das ist aber fruchtig, spritzig, angenehm. Das schmeckt gut, das hat einen schönen Eigengeschmack. Also wenn ihr zufällig mal in der Schweiz seid und noch 5000 Euro übrig habt, ja, dann kauft ihr doch mal so ein 033er Bier. Hier stehen auch noch andere Sachen drauf. Ich kann sie euch leider nur nicht komplett deuten. Ja, jetzt habt ihr das gelesen. Vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen. Ne? Dafür bin ich nicht hier. Ich bin hier zum Saufen. Ich bin hier zum Trinken und nicht zum Wissen. Es gibt aber so das ein oder andere, was ich bemängeln möchte. Dieses Gewinde hier oben beim Trinken auf der Lippe, man merkt irgendwie, ja, das ist es irgendwie nicht. Ja, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Flaschenform, naja gut, 033er. Und deswegen ist die Schweiz ja auch nicht in der EU. Und diesmal stimmt es tatsächlich, weil die einfach keine richtigen Gläser pusten können. Und dann noch grünes Glas. Hellgrünes Glas. Also wir in Deutschland gibt es ja auch grüne Flaschen. Ich halte da auch nicht viel von, aber die sind noch ein bisschen dunkler. Ja, je dunkler das Glas, desto besser schützt es den Geschmack vor den bösen UV-Strahlen. Ihr kennt es alle. Und eigentlich ist ja die Schweiz eher, ich sag mal, höher gelegen. Einfach von den Höhenmetern. Sind doch die UV-Strahlen noch gefährlicher, oder nicht? Warum ist das Glas denn da heller? Frage an euch. Es erinnert mich ein bisschen an ein Carlsberg, aber, und das ist der große Unterschied, nur dass es schmeckt. Jetzt habe ich mir Fallen gemacht. Leute, beruhigt euch. Haltet die Finger auf der Tastatur still. Carlsberg ist völlig in Ordnung, aber mir persönlich ist das zu herb. Das hier schmeckt so ähnlich. Ah, diese herbe Note, die wird hier umgewandelt in was Mildes, was Angenehmes, was auf der Zunge prickelt. Das gefällt mir besser. Guckt euch das nochmal an. Ja,
Aber Achtung, wenn ihr eine dicke Frau seid, bitte nicht kaufen. Ja? Das war mein Bildungsauftrag. Und jetzt haltet euch fest. Nee, warte, wenn ich mich festhalte, kann ich es ja nicht zeigen. Also, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Okay, ihr wollt die gute hören. Ich habe erhalten. Und die Grüße gehen an die wunderbare Frau Knöll. Einen wunderbaren 24-teiligen Kalender bekommen. Ja? Ihr seht hier stehen auch die Zahlen drauf. Da hat doch schon mal jemand rangeschissen. Den gibt es. Logisch. Wann gibt es die Adventskalender immer? Richtig. Der Adventsknöll kehrt zurück. Ja, dann kommt nochmal die Ansage, nochmal ein kleines Video dazu, dass das jetzt losgeht. Und ich sag's euch jetzt schon mal, wundert euch nicht, ich werde versuchen, ich sag's nur mal jetzt schon mal, etwas vorzuproduzieren. Ja, ich sag mal, heute wären es noch 24 Videos für mich. Grüße. Deswegen wundert euch denn nicht, dass das vielleicht manchmal zeitlich komische Abstände sind, aber 24 Videos in Folge ist schwierig. Ach ja, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ja, es werden 24 richtige Scheißvideos, ne? Das ist klar, das sage ich euch. Wir können da ein bisschen die Community mit einbauen, ja? Weihnachten, hier, das Fest der Freundschaft, das Fest der Liebe hieß das Ding. Ja, ich kenne immer nur Liebe. Und überlegt euch schon mal was. Vielleicht habt ihr das ein oder andere, was ihr von mir wissen wollt. Oder Wünsche oder sowas, ja? Alles ist möglich. Ihr müsstet nur wollen. Das war ja noch Spaß. Das sehen wir dann. Und meine Freundin hat mich darauf hingewiesen, vielleicht guckt ja hier die ein oder andere nette Dame zu oder der ein oder andere nette Herr. Vielleicht habt ihr einen bierinteressierten Partner, dem ihr sowas schenken könntet. Ich weiß nicht genau, wie das hieß, aber ich zeige es euch nochmal hier. Die Seite hieß Foodist. Ich kriege dafür übrigens kein Geld. Es wurde mir nur vorgeschlagen, dass ich euch das zeige. Vielleicht hat der ein oder andere Interesse daran. Ich habe keinen Link dafür. Ich habe keine Ahnung, wie teuer das hier ist. Ja, aber vielleicht... Vielleicht ist das ja für irgendwen da. Dann können wir sogar das zusammen verkosten und in den Kommentaren nochmal... Oh, Leute, da ist so viel drin. Ich will aber jetzt erstmal nicht mehr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss. Kennerts. Hallo, ich bin SpongeBob. Okay.